Oh, wir haben Inventar. Was? Ein Zweitschlüssel, der unter der Weihnachtsente versteckt war. Und das ist meine Bordkarte für den Rückflug von meinem Jahr in Europa. Amsterdam, Portland, Cincinnati, Greenbrier, Caitlin. Mein Reisepass, den ich für meine Europareise gebraucht habe. Greenbrier, Caitlin. 0501. And property of Sam Private. 0501. Die Geräusche machen mich immer noch verrückt. Okay, eine Zigarettenschachtel. Geklaute Kleider mit dem Alarmding dran. Gentleman, das Magazin für Männer. Juli 1994, die große UFO-Vertuschung. Spezial Jeanne Dorothy. Exklusives Interview mit Medienmogul David Geffen. Endlich. Gillian Anderson. Ayadai. Aloni, 94. Lonnie came over today. But everything was different. She was sitting at my desk chair, and she wouldn't look at me. Finally, I asked her what was going on. She said she felt like she'd done something wrong that night in the city. Like I must think... But I said no. There was nothing wrong. I just wanted to say... But I couldn't find the words. I felt like I was gonna cry, but I wasn't sad. She got up and sat next to me on the bed. I looked at her. Lonnie... Do you think you could ever... And that's when she kissed me. Das hört sich doch schön an. Aber irgendwie halt auch einfach nach Erinnerungen eine Geschichte, die vielleicht einen schlechten Sinn nahm. Hä? Basement? Ah. Okay. Gut, die andere Tür hatte ich vergessen. Nur so, ich würde eigentlich gerne hier noch was die Musik abspielen. Einfach so. Oh mein Gott! Einfach so, dass noch ein bisschen... Haha. Background-Musik ist. Man hört gar nichts. Aber gut. Jetzt geht's in den Keller. Hahaha. Naja. Ist ja kein Horrorspiel, eigentlich sollte nichts passieren. Hauptsache ich habe mich jetzt erschrocken, weil oben die Musik läuft. Weil ich die angelassen habe. Oh Mann. Liebe Samantha, ich möchte Ihnen meinen herzlichen Dank für Ihre Einladung zum Thanksgiving mit Ihrer bezaubernden Familie in Ihrem Domizil bedanken. Ich habe die wohlschmeckenden Kartoffeln sehr genossen, obwohl es merkwürdig war, so lange Zeit mit deinen Eltern zu verbringen
War es auch spaßig zu sehen, wie schwierig es für deinen Vater ist, mehr als 30 Sekunden am Stück nicht komisch drauf zu sein. Mit äußerst herzlichen Grüßen, ihre enge Freundin und Vertraute Lonnie D. Liebe Mrs. De Soto, erlauben Sie mir die Gelegenheit zu ergreifen, mich bei Ihnen herzlich für die von Ihnen erhaltene Gastfreundschaft auf dem Anwesen Ihres Vaters nach dem zuvor genannten Mal mit meinen Eltern zu bedanken. Ich muss sagen, das Thanksgiving-Fest Ihrer Familie war das erfreulichere der beiden Veranstaltungen. Besonders schätze ich die Zeit, die ich mit ihrer Großmutter verbracht habe. Eine wunderbare Frau mit einem gediegenen Geschmack und einem kultivierten Auftreten. Wir sollten das im nächsten Jahr zur selben Zeit wiederholen, wenn Sie möchten. Herzlichst, Madame Samantha L. Greenbrier. Potato Chips. It's different now. Samantha and Lonnie. I mean, we still hang out all the time like before. But now when no one else is around... Well, you know. So you could say we're dating. But it's secret. Secret dating? I don't know. I mean, I guess that's the real difference. Now when we get off the phone or go home for the night. Or it's just quiet and we're alone. We say I love you. Irgendwie schön. Auch wenn es secret ist. First. Oh Mann, eine meiner alten Arbeiten aus der Sexualkundeunterricht. Das ist das gleiche auch von Caitlin. Also von Kate. Die einfach ganz kurz was geschrieben hat. Eine Eizelle beginnt sich zu bilden. Wenn die Eizelle sich entwickelt, wird das Innere der Gebärmutter immer weicher und dicker. Die Eizelle löst sich vom Eierstock. Sie wandert durch den Eierleiter. Wenn die Eizelle nicht mit einem Spermium in Berührung kommt, löst sie sich auf. Da das Innere der Gebärmutter nicht nur für eine Schwangerschaft benötigt wird, wird es 2 Wochen später durch die Vagina abgesondert. Eine neue Eizelle bildet sich in einem der Eierstöcke und der Prozess beginnt von vorn. Es ist unglaublich, wie gut sich der weibliche... Oh, come on, das ist doch abgeschrieben. Einfach in Kurzform. Ich hätte es einfach abgeschrieben von der Schwester. Naja. Gut, man kennt es nicht anders. Sehr geehrte Samantha Greenbrier, herzlichen Glückwunsch. Sie wurden für den Schriftstellerkurs des Reed College Summer Programms 1995 zugelassen. Wir freuen uns außerdem aufgrund Ihres Portfolios und Ihrer Schulakte, Ihnen finanzielle Unterstützung zu gewähren, die 75% der anfallenden Gebühren deckt. Die beigefügten Dokumente enthalten Details über Ihren Stundenplan, optionale Zusatzkurse und den Ihnen zugewiesenen Wohnheimplatz. Wir freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme am Sommerprogramm. Nochmals herzlichen Glückwunsch. Julie Morris, Leiterin Antragsbewilligung. I'm so stupid sometimes. I was telling Lonnie that I got into my college summer program thing. And I was all making plans like, you should come visit me, stay in my dorm room. But she said, Sam, I ship out on June 6th. I was like, ship out? To where? She said, to basic training. What did you think I was doing all that ROTC stuff for? I guess she's been planning to join the army right after high school since she was like 12. And I guess she's really going to do it. So I was like, after graduation, I'm just never going to see you again? She said, let's just have fun while we can. Irgendwie, ich check's immer noch nicht. Ich bin doch hier Katie, aber es sind ja Sams Tagebucheinträge. Also eigentlich liebt Sam Lonnie.
Die zwei waren zusammen, wenn ich es richtig verstehe. Und wir lesen ihnen einfach die Briefe von Sam. Oder? 14 Karat Gold, Herzanhänger in zwei Hälften, individuell anpassbar. Alan Dess. Lonnie und Samantha. Ja, doch. Büro von Dr. Richard Greenbrier. Lieber Terence, vielen Dank für das Exemplar deines neuen Buchs, das du mir geschickt hast. Das erste veröffentlichte Werk eines Autors ist etwas ganz Besonderes. In der Thematik habe ich auf jeden Fall meinen Sohn wiedererkannt. Das Werk eines Autors ist eine Externalisierung dessen, was er liebt und was er fürchtet. Und in dieser Hinsicht, glaube ich, war deine Arbeit erfolgreich. Aber die Linse, durch die das Persönliche leuchtete, war unnötig getrübt durch Klischees des Genres und unglaubwürdige Die Ex Machina, entsprungen aus Science-Fiction-Schundheftchen. Ich gratuliere dir zum Bestehen dieser Feuerprobe namens Veröffentlichung und bin sicher, dass es viel Anklang finden wird. Da war wieder irgend so ein Geräusch. Ich möchte dich jedoch ermuntern, diese Künstlichkeit abzulegen. Du kannst das besser. Mit Liebe und dem Zuspruch deines Vaters Richard Greenbrier. Aber habt ihr doch hier vorne das gesehen? Das war ein Bild von Richard Greenbrier. Oh shit. Und jemand hat hier den Kopf ausgeschnitten. Also irgendwie komme ich immer noch nicht so ganz auf die Geschichte, was hier wirklich los ist. Die Vereinigten Staaten von Amerika, Einbürgerungszertifikat. Am 20. Juli 1972 hat das Gericht befunden, dass Janice Elizabeth Connolly Greenbrier wohnhaft in 1010 Fifth Avenue, Seattle, Wash um permanenten Aufenthalt in den Vereinigten Staaten bittet. Allen zutreffenden Bestimmungen des Einbürgerungsgesetzes entsprochen, hat die Berechtigung Besitz, um Staatsbürgerschaft zu ersuchen. Das war ja noch, sie ist ja noch viel älter, 1972. Alter, was ist das für ein Keller? Geheimgänge, keine Ahnung, was überall. Das ist schlimm. Und was ist das? Okay. Guest room. Library. Was ist das hier für ein Girl Scout? Warmers, Cub Scout Settlist, Role Model, Authority, First Mate Self, Girl Scout in Delhi. Was? Todd's band lost their singer. Todd said he sucked. Lonnie said he got sick of Todd's shit. And he was complaining about needing a new singer. So Lonnie was like, I can sing. And they were all kind of like, you can? And she was like, probably. But she's been rehearsing with them for like a week now. And I finally got to see them play in Todd's basement today. And she's actually really amazing. I feel so proud when she's on stage. It's incredible being in awe of someone you love. So everybody knows it's like a temporary situation till she ships out in June. Till then, I'm gonna be at every single show. Ich kann singen. Yolanda de Soto.
Liebe Sam, ich bin so froh, dass dir das Lied gefallen hat. Ich habe an uns gedacht, als ich es gezeichnet habe. Ich wusste, dir würde das auffallen. Mexiko würde dir wahrscheinlich gefallen, glaube ich. Die Natur ist hier so völlig anders als zu Hause. Ich stelle mir immer Allegra und ihren ersten Offizier vor, wie sie auf einer geheimnisvollen Insel gestrandet sind, wo sogar die Pflanzen ihnen was antun wollen. Und dann denke ich wieder an dich. Ich liege hier im Bett und kann dich beinahe fühlen. Ich habe versucht, mich wie zurückzuhalten, bis wir wieder zusammen sind. Aber das hat wohl nicht so gut geklappt. Immerhin habe ich es versucht. Okay, genug davon. Dein letzter Brief erreichte mich erst einen Tag, bevor wir uns wieder auf den Rückweg nach Norden gemacht haben. Mit diesem Brief fahren wir um die Wette. Wenn ich vor ihm zu Hause bin, können wir ihn gemeinsam lesen. Und ja, ich mache Unmengen an Fotos. Wir werden so viel Zeit zusammen in der Dunkelkammer verbringen müssen. Au amour, Loni. War das hier ihre Liebeshöhle? Oder hat hier Loni manchmal übernachtet? Ich check's nicht. Es ist wie eine Droge. Das erste Mal war mitten in der Nacht in meinem Zimmer. Ich wachte auf und... Hä? Nein? Nie im Leben? No! Ich wollte das lesen. Das lese ich auf keinen Fall weiter. No, come on. Puh. Ihr könnt das jetzt lesen. Also ihr könnt jetzt stoppen und anhalten im Video. Und ich kann es gar nicht lesen. Mies. Hier, nimm das. Ein Herzanhänger hat sie einfach gekauft. Wer ist Harry? Arbor Hill, First Floor Plan. Hydrogen peroxide. Aquatiline. Oil of cloth. Morphine. Poison solution of morphine. Was ist das? Eine Spritze? Bilirone. Ups. Das ist bestimmt Vorbesitzer. Oscar Mazan. First Upper Hill, Boone County. Zurück an Absender. Schwesterherz, ich schreibe hier, was auf die eine oder andere Weise mein letzter Appell sein soll, der unbeantwortet bleibt. Ich fühle mich wie ein Gefangener auf einer Insel, ohne einen Kerkermeister, ohne eine einzige Menschenseele zur Gesellschaft. Nur mein Geist, sich selbst ergründend, endlos nach Erlösung suchend,
In Jahren seit meiner Verfehlung habe ich nicht nach Absolution ersucht, nur nach einfacher Vergebung. Mit guter Absicht habe ich mich selbst von jeglicher Versuchung entfernt, geopfert, um meine Hingabe auf jede erdenkliche Art zu beweisen. Seit Mutters Dahinscheiden habe ich mir nichts sehnlicher gewünscht als Anerkenntnis durch meine eigene Familie, wieder als Mensch behandelt zu werden, wieder eine Luft zu atmen, erfüllt von menschlichem Geist. Durch Gnade kann selbst ein Schurke wie ich errettet werden. Aber ich erwarte es nicht. Erhalte ich keine Antwort, soll ich von nun an meine Strafe akzeptieren und eines Tages einfach vergehen. In brüderlicher Liebe, Oscar Mazan. Okay, Oscar Mazan wurde also hier wahrscheinlich in diesem Zielmittel gehalten. Aber wer ist Harry? Thanksgiving. Ich check die Geschichte irgendwie wirklich nicht, sorry. Funktioniert nicht. Fetzen nehmen. Bestellung diesen Monat, 2 Kisten Brandy, 2 Kisten Rum, eine Fass Whisky. Governor immer noch sehr zufrieden mit Boone County. Ich glaube, diese Vereinbarung sollte eine Weile bestanden haben. W.R.